Ein bisschen eng an den Schultern vielleicht. Willkommen in Endarvis Museum der Wunder und Antiquitäten. Normalerweise würde ich euch bitten, nichts anzufassen, damit ihr mein Heiligtum nicht entweiht, aber die Nekromanten, die vor euch da waren, haben schon alles ruiniert. Ein grässlicher Haufen. Vom Wurmkult, glaube ich. Die haben zahllose, kostbare Artefakte zerstört, die Ausstattung ruiniert und meine Angestellten ermordet. Und danach verwandelten sie meine Angestellten in ihre Angestellten, indem sie sie als Untote wieder auferstehen ließen. Ich vermute, sie wollen das Kernstück meiner Sammlung, den Aeliiden-Kriegsfürsten Kairan, von den Toten auferwecken. Die Leute kommen eigens hierher, nur um ihn zu sehen. Kairan betete Daedra an und war ganz allgemein ein unangenehmer Zeitgenosse. Hervorragend als Attraktion eines Museums, furchterregend als Untoter. Euch gebührt mein Dank, Fremder, wirklich. Es ist äußerst wichtig, dass der aeliidische Kriegsherr nicht erweckt wird. Ihr müsst nach seiner Leiche sehen und, falls er zurückgekehrt ist, euch um ihn kümmern. Natürlich. Verzeiht, ich bin derzeit etwas abgelenkt. Ich heiße Endarve. Ich bin Geschichtsgelehrter, eifriger Sammler und Oberhaupt der Meretischen Gesellschaft. Wir sind eine lose Gruppe von Abenteurern, die sich auf die Beschaffung von Antiquitäten spezialisiert hat. Wir gehen überall hin und tun nahezu alles, um Geschichtsträchtiges zu sammeln. Manche Regierungen halten nicht so viel von unserer Arbeit, deshalb versuchen wir meist so unauffällig wie möglich zu agieren. Das ist einer der Nekromanten. Er hat zwei Fehler gemacht. Er hatte ungefähr die gleiche Größe und Statur wie ich und er hat mir den Rücken zugewandt. Wenn ich das Blut rauskriege, geben seine Sachen eine fantastische Verkleidung ab. Yeah!
ihr Missgeburten. Seid ihr ein Scherge des Wurmkults? Ich flehe euch an, es zu beenden. Mit jedem Artefakt, das ihr entweiht, zerstört ihr Narrengeschichte. Den Monden sei Dank. Wir haben unsere wertvollsten Dinge versteckt, bevor der Wurmkult eintraf. Aber es gibt niemanden, der sie bergen könnte. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie diesen Tempel um uns herum abfackeln. Bitte, wenn ihr diese Artefakte finden könnt, dann bringt sie zu Ortuna, unserer Hüterin. Gut, auf dieser Karte seht ihr, wo wir sie versteckt haben. Bergt die Relikte und bringt sie zu Ortuna. Sie wird wissen, was mit ihnen zu tun ist. Sie sollte am Eingang dieser Ruinen sein. Ungeachtet dessen, wie viele von uns auch sterben werden, ehe dieser Tag vorüber ist. Unsere Arbeit muss weitergehen. Heult nicht nach eurer Mutter. Sei Dank. Ich
schärfste Pfeil im Köcher. Von den Seiten! Erhebt euch, verdammt! Warum erhebt ihr euch nicht? Dieser Zauberspruch sollte bei Aleiden wirken. Wenn ihr schon dabei seid, ich hätte da einen Knoten im Nacken. Zerstören! Endlich frei. Wo zum Vergessen bin ich? Ich muss eine Anhöhe finden. Das kann nicht stimmen. Wer seid ihr? Ihr wart nicht beim Ausgrabungstrupp dabei. Ich versuche auch gar nicht auszusehen wie ein Aileiden-Kriegsfürst. Wartet. Ich bin Nanven, ein Gräber. Endava hat mich für Ausgrabungen in Rulanils Fall angeheuert. Und ich buddelte gerade in ein paar Räumen herum. Und da gab es einen Einsturz. Ich bin tot. Oder? Das hatte ich schon befürchtet. Es gab einen Einsturz, und als nächstes werde ich auf einer Steinplatte wach, und über mir singt eine Nekromantin. Sie schien nichts zu bemerken, also blieb ich still liegen und hoffte, sie würde einfach irgendwann weggehen. Sie blieb noch eine ganze Weile da. Ich verstehe nicht. Wir waren auf der Suche nach einem Aileiden-Kriegsfürsten, um ihn in Darves Sammlung einzuverleiben, aber wir haben einfach keinen gefunden. Bitte bringt mich zu Endarve. Ah!
Die wollen uns an den Kragen. Zum Reich des Vergessens. Ihr seht gut aus. Endava wird sich freuen, euch zu sehen. Was ist das da in eurer Hand? Anscheinend wart ihr fleißig. Wollen wir mal sehen, was ihr da habt. Ah, sehr gut. Es freut mich, dass sie keinen Schaden genommen haben. Ihr und Dolini erweist Tamriel einen großen Dienst, indem ihr sie uns zurückbringt. Wir werden die Sammlung wieder aufbauen. Ihr habt der Gesellschaft und damit ganz Tamriel einen großen Dienst erwiesen. Jedes Stück, das die Meretische Gesellschaft in unsere Sammlung aufnimmt, muss von ästhetischer oder historischer Bedeutung sein und das Prestige der Sammlung als Ganzes mehren. Um Tonscherben und Schmuck sollen sich die Archäologen und die Magiergilde kümmern. Borgas war ein Großkönig von Himmelsrand in der ersten Ära. Er starb 369 durch die wilde Jagd in Walenwald und führte das Horn im Augenblick seines Todes mit sich. Auch wenn das Horn in makelloser Verfassung sein mag, ließ die wilde Jagd nichts von Borgas Leiche übrig. Eidendireni war ein Volksheld der Altmeer. Der Geschichte zufolge führte er den Direni-Clan von Hochfels gegen den alessianischen Orden Syrodils. In den Mythen taucht er als der letzte König einer heldenhaften Blutlinie auf. Als Champion im Kampf zwischen Meer und Mensch. Mansel Sesnit herrschte über Yokuda, Jahrhunderte bevor die Rotwardonen nach Tamriel kamen. Seine Herrschaft war kurz, aber ereignisreich. Er schuf ein Fundament, auf dem die späteren Herrscher der Rotwardonen aufbauten. Die verlorene Flotte,
auch Flotte aller Flaggen genannt, war eine Armada, die der kolovianische Kaiser Bendu Olo entsandte, um die angreifenden Kreken auszuschalten. Die Kreken wurden besiegt, aber weite Teile der Flotte verschwanden spurlos. Mit Ausnahme dieses Kompasses. Wir sammeln verlorene Relikte. Manche kaufen wir auf dem Schwarzmarkt, andere holen wir uns direkt aus Ruinen. Unsere Namen leiten wir von der meretischen Ära ab, einem legendären Zeitalter zwischen der Erschaffung Nirns und dem Beginn der ersten Ära. Beim empyrischen Licht. Der Wurmkult hat seinen Geist zurückgebracht, nicht wahr? Und ihr habt ihn hierher geführt. Das ist meine Verkleidung. So kann ich mich unter sie mischen, bevor ich flüchte. Natürlich habt ihr nur Nanwen gefunden. Was habt ihr denn gedacht, was ihr findet? Den Leichnam eines Aeliiden-Kriegsfürsten? Intakt? Ich habe jahrelang nach einem gesucht und keinen gefunden. Aber die Sammlung meines Museums brauchte ein Prunkstück. Und Nanwen wurde bei einem Einsturz zerschlagen. Also habe ich ihn ausstaffiert. Mir wurde klar, dass mein Geheimnis kein Geheimnis mehr ist, falls der Wurmkult es schafft, Nanwen von den Toten zu erheben. Deshalb habe ich euch losgeschickt, um sie aufzuhalten. Auch wenn es nicht viel genützt hat. Ich hoffe, ich kann darauf vertrauen, dass ihr den Mund halten werdet. Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt mich als aeliidischen Kriegsherrn ausgegeben? Keine Sorge, ich habe eure Familie für den Körper bezahlt. Ihr habt meine... Wie lange wolltet ihr die Leute glauben lassen, ich wäre ein berühmter Toter? Ihr werdet doch nicht weniger als für immer tot sein, denke ich. Seht es doch so. Jetzt seid ihr tot und berühmt. Ihr meint, ihr werdet so weitermachen? Jeden Tag? Oh ja. Ich denke, ich muss Sicherheitspersonal einstellen. Wir wollen hier keine Überraschungsnekromanten mehr. Geht jetzt zurück zu eurem Körper. Ich finde später heraus, was ich mit euch tun werde. Das ist schlimmer als das Reich des Vergessens.